Wenn es um Router geht, muss ich die Fritzbox von AVM nicht beim Funktionsumfang verstecken. Ich spare mir jetzt die Liste der Funktionen aufzuzählen, die die Fritzbox hat. Ich glaube, jeder, der eine Fritzbox hat, weiß das zu schätzen. Umso mehr Funktionen natürlich so ein Gerät hat, umso umständlicher kann es werden, das Ganze zu bedienen. Die Weboberfläche der Fritzbox ist wohl die beste, die ich bei Routern überhaupt jemals irgendwo gesehen habe. Ich meine, ihr könnt mich natürlich korrigieren, aber meine Erfahrung ist, dass Routerhersteller meistens keinen großen Wert auf Bedienbarkeit legen. Bei AVM ist das anders. Das ist ja auch schön und gut so, nur wäre es nicht eigentlich gut, die Fritzbox einfach über das Smartphone bedienen zu können? Das hat sich wohl auch AVM gedacht und hat 5 verschiedene Apps dafür rausgebracht. Die überschneiden sich sogar teilweise im Funktionsumfang. Und so richtig gut ist von den Apps irgendwie keine, die haben alle so ihre Mankos. In diesem Video stelle ich euch genau für das Problem eine Lösung vor, nämlich die Bezahl-App Fritzbox to go Professional. Die kostet nur schlanke 5 Euro und ist aber jeden Cent wert. Ich habe schon bei den 5 Euro fast ein schlechtes Gewissen gehabt. Nach dem Intro besprechen wir, warum ich diese App sehr geil finde und das fast ein Muss ist für jeden Fritzbox-Besitzer. Wie ihr schon an der Liste sehen könnt, die gerade durchs Bild scrollt, ist der Funktionsumfang sehr, sehr mächtig, der Box2Go-App. Vorhin habe ich Fritzbox2Go gesagt, die App heißt aber Box2Go. Und alles, was ich erzähle, trifft auch nur auf die Professional-Variante zu. Es gibt eine kostenlose Version der Software, die kann man auch ausprobieren, aber die stößt sehr schnell an ihre Grenzen. Und ich finde es einfach super, wie schnell und durchgängig diese App entwickelt wird. Deshalb finde ich es völlig okay, da auch mal 5 Euro dazulassen. Ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Sachen rausgepickt, die ich für erwähnenswert halte, was die App so kann. Da mag jetzt nicht das Richtige für euch dabei sein, da könnt ihr einfach auf der Webseite des Herstellers Almisoft schauen, da bekommt ihr dann eine komplette Übersicht. Fangen wir mal bei der Kategorie Anrufe an. Ich kann mich auf dem Handy benachrichtigen lassen, wenn gerade ein Anruf auf meinem Festnetztelefon eingeht. Ich kann aber auch diese Benachrichtigung beschränken, nach Uhrzeit zum Beispiel, wenn ich abends keine Anrufe mehr auf dem Handy bekommen möchte oder nicht mehr informiert werden möchte. Es gibt auch eine Sprachausgabe, die den Namen oder die Telefonnummer über den Gerätelautsprecher vorliest. Hat mir jemand auf den Anrufbeantworter auf der Fritzbox gesprochen, kann ich diesen abhören. Zudem gibt es eine automatische Rückwärtssuche, das heißt, wenn mich jemand anruft und ich habe den gar nicht im Telefonbuch stehen, veranlasst die App automatisch eine Rückwärtssuche der Telefonnummer und falls die Person im Telefonbuch steht, dann bekomme ich angezeigt, wer das war. Ich kann auch das Sperrtelefonbuch verwalten, also Nummern verwalten, die mich nicht anrufen können. Wenn wir schon beim Thema der Telefonbücher sind, man kann auch die kompletten Telefonbücher, die man in der Fritzbox gespeichert hat, verwalten. Einfach top. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem WLAN. Und da ist vor allem der Gastzugang und der QR-Code interessant. Zum einen kann ich ganz schnell den Gastzugang ein- und ausschalten, je nachdem, ob ich halt gerade Gäste habe oder nicht. Und ich kann mir den QR-Code anzeigen lassen, so dass sich meine Gäste ohne Eingabe der Zugangsdaten einloggen können. Möchte ich zum Beispiel auch neue Geräte koppeln und die Fritzbox ist irgendwie an einer unzugänglichen Stelle, dann kann ich über die App die Taste WPS aktivieren. Kommen wir zum Thema Faxen. Das ist deshalb ein Vorteil, weil ich halt eben keinen Fax mehr brauche. Und zur Behördenkommunikation, ja, da sind Faxe irgendwie noch recht anerkannt. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so. Ist halt gerichtsfest, man bekommt einen Sendebericht, wobei ich mir bei der Fritzbox gar nicht sicher bin, ob das überhaupt ein gültiger Sendebericht ist, was man da in der Hand hält. Aber egal, ich kann vom Handy aus Faxe senden und naja gut, ich kann halt den Text eingeben, den ich schicken will, das kann ich ja über die Web-Oberfläche auch. Die Besonderheit ist hier, dass ich PDF faxen kann. Und genau das ist eines der größten Mankos der Faxfunktion auf der Fritzbox. Im Standard kann ich dort kein PDF faxen, ich muss immer Bilddateien anhängen und dann ist halt auch eine Bilddatei immer ein Fax. Das heißt, wenn ich 20 Seiten habe, müsste ich 20 Faxe schicken und das ist unrealistisch. Hier geht das jetzt. Ich muss einfach nur das PDF, das ich faxen will, der App mitgeben und die sorgt dann dafür, dass daraus ein Fax wird und das entsprechend verschickt wird. Ich spare mir also so die komplizierte Fritz-Fax-Installation auf dem PC. Die ist deshalb kompliziert, weil die offiziell halt gar nicht mehr unterstützt wird und die Entwicklung auch eingestellt wurde. Ich habe es mal hinbekommen, die auf meinem Windows-PC lauffähig zu bekommen. Aber fragt nicht, also das war so bescheuert, dass ich mich dazu entschieden habe, nicht mal ein Video dazu zu machen, weil das kann man einfach keinem zumuten. Kommen wir zum Heimnetz. Hier bekomme ich eine schöne Heimnetzübersicht. Ich sehe also alle Geräte, die angemeldet sind. Und das Coole ist, ich kann das gleich kombinieren mit der Kindersicherung. Ich kann also die Geräte dann direkt sperren zum Beispiel oder halt ein Profil zuweisen.
Zusätzlich gibt es auch die berühmten Tickets, die man den Kindern geben kann, damit die wieder ein bisschen im Internet surfen können. Die habe ich direkt in der Ansicht. Unterstützen meine Geräte den Standard WOL, also Wake und LAN, kann ich auch diesen aus der App heraus direkt nutzen. Kommen wir zu den Smart Home Geräten. Ich besitze genau zwei Smart Home Geräte und dafür extra die Fritz App zu installieren, halte ich für ein bisschen nervig. Vor allem kann ich in der App gar nicht so viel machen. Ich kann halt ein- und ausschalten und kann mir die Messwerte anzeigen lassen. Das ist aber auch alles komplett in der App von Box2Go so integriert. Also da habe ich eh die App installiert mit den ganzen Zusatzfunktionen und halt auch noch die Smart Home Funktionen drin. Sehr gut. Zu guter Letzt kommt noch der Online-Monitor, mit dem kann ich im Prinzip genau das machen, was ich auch in der Fritzbox sehe. Ich sehe halt den Internetstatus, kann die Verbindung trennen und neu herstellen. Und es gibt halt auch noch Widgets für die Schnellzugriffe, sodass ich den Online-Monitor zum Beispiel direkt im Zugriff bei Android habe. Habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber die App gibt es nur für Android, nicht für iOS. Was kann die App nicht und warum ist es auch gut, dass die das nicht kann? Die zwei großen Funktionen, die App nicht kann, sind Anrufen vom Telefon. Da gibt es ja zum Beispiel die MyFritzPhone-App, die wird nicht ersetzt. Ich finde das aber auch eine konsequente und richtige Entscheidung, diese Funktion nicht zu übernehmen. Die meisten Android-Telefone oder zumindest viele Android-Telefone haben im Dialer die Möglichkeit, ein SIP-Konto hinzuzufügen. Das heißt, wenn ich über die Festnetzschnittstelle telefonieren will, dann kann ich diese Accounts einfach direkt in mein Android-Telefon eingeben. Es macht also keinen Sinn, diese Funktion nochmal zu implementieren. Zudem ist Telefonie für sich schon mal relativ komplex, das Feature. Also man muss zum Beispiel immer erreichbar sein. Da gibt es viel bessere Apps mit einem riesen Funktionsumfang, die das können. Zoiper ist zum Beispiel so eine. Oder halt dann auch die AVM Fritz Phone App, klar. Die zweite Funktion, die App nicht kann, ist der Zugriff auf Dateien vom Fritz NAS. Hier hat man als Workaround die Möglichkeit, über die Web-Oberfläche der Fritzbox direkt auf die NAS-Dateien zuzugreifen. Da gibt es so eine Art Shortcut, dass man da schnell hinkommt. Allerdings ist auch das eigentlich eher unnütz. Also normalerweise würde ich empfehlen, einen guten Datei-Explorer auf Android zu haben, wie zum Beispiel den Solid Explorer. Und der hat sowieso die Funktion, dass ich auf Geräte im Heimnetz zugreifen kann. Deshalb finde ich es auch richtig und gut, dass die App das nicht kann, denn das wäre wieder nur so eine rudimentäre Funktion, wo es doch Apps gibt, die das eh schon viel schöner und besser können. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr die App schon kanntet und vielleicht auch schon nutzt oder ob die neu für euch war und ob ihr sie ab jetzt nutzt. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Jetzt kommt der Outro.